Willkommen zurück zu einer neuen Funky-Folge Spider-Man Web of Shadows. Freut mich, dass du da draußen wieder Funky mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Funky-Menschen, die das letzte Funky-Video bewertet haben. Wir machen weiter, wir müssen dahin, wo es raucht und brennt und wo Tod und Elend ist. Und wir machen irgendwie voll die komischen Spinnen-Moves und sammeln hier wieder diese Dinge ein. Und mir fehlen noch super mega viele. Werde ich wahrscheinlich niemals hinbekommen, aber irgendwie versuche ich es immer trotzdem. Was ist hier los? Was ist denn das hier für eine kranke Kacke? Okay, ich habe jemanden gerettet. Was mit der hier? Ich verprügel sie! Schnell! Ich mache es, um den Dämon aus der alten rauszupeitschen. Gut, wir müssen zur Brücke hin. Hier drüben ist eine Brücke und da wollen wir hin. Moment, dich wollen wir noch. Die Leute haben geschrieben, es gibt mehr als 10 Level, irgendwie 20 oder sowas. Also ewig, ewig kann man hier Sachen sammeln und leveln. Ewig und 300 Jahre lang. So, ich kann endlich hier wieder Freunde holen. Den Geiersohn. Ich liebe es, mit Spider-Man durch die Gegend zu schwingen. Das ist einfach nur gut. Das ist einfach nur gut. Guck mal, jetzt bin ich böse. So schnell kann es gehen. Eben gerade war ich noch der strahlende Held und schwupps bin ich super mega böse. Bumm. Ich habe einen guten Schwinger. Ich habe einen richtig guten Schwinger hier gerade. So. El Brücko. Aber wo genau muss ich hin? Unter die Brücke. Wie im echten Leben. Ne, hier drüben hin. Ja, egal. Die sind mir nicht so wichtig. Ich will die Story erleben. Wer hat hier das Kommando? Als Bürger von New York verlange ich, dass diese Brücke geöffnet wird. Ich habe meine Befehle, Sir. Manhattan steht unter Quarantäne. Weißt du, Kingpin, die Brücke würde die Belastung deines Gewichts einfach nicht... Ich weiß genau, was hier los ist. Sag mir, wie geht es deinem kleinen außerirdischen Gefährten? Ich habe vor, mich auf meinen Landsitz zurückzuziehen. Geh beiseite. Hat der dicke Junge ein bisschen Angst, oder? Wo sind all die Guten hin? Wo ist Richards? Stark? Irgendein sogenanntes Genie, das diese Dinger beseitigt? Zu schade, dass alle verrückten Wissenschaftler in Rikers einsitzen. Vielleicht bin ich etwas zu früh aufgebrochen. Gehen wir! Wir gehen alle Mann zurück! Wenn ich so darüber nachdenke, wo sind Richards und Stark? Ich versuch's erst bei Richards. Sie sind mit dem Hauptquartier der Fantastischen Vier verbunden. Reed Richards, bitte. Für das analytische Datensystem drücken Sie die 1. Für das Waffenverminderungsprogramm. Wie wär's mit der 4? Wie in Fantastisch. Um mit Mr. Fantastic zu sprechen, drücken Sie die 1. Dies ist das Büro von Dr. Richards. Dr. Richards befindet sich derzeit nicht in diesem Sternensystem. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Mailbox voll. Schön. Versuchen wir es bei Stark. Sie sind mit Stark Industries. Ah, endlich. Ich möchte... Aufgrund eines Vorfalls der öffentlichen Gesundheit ist Stark Industries derzeit geschlossen. Wem mache ich was vor? Wenn er hier sein könnte, wäre er es. Vielleicht Hank McCoy. Ihr Anruf kann leider nicht entgegengenommen werden. Alle Leitungen sind belegt. Henry Prim? Ah, vergiss es. MJ, ich bin's. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Hey, hör zu. Ich habe eine verrückte Idee, um uns vielleicht zu retten. Ich gehe ins Rikers-Gefängnis und hol mir einen der Wissenschaftler, um eine Bombe zu bauen, die die Symbionten tötet, aber die Menschen nicht. Der Bastler ist da drin. Aha. Natürlich muss ich da einbrechen, da S.H.I.E.L.D. und die Polizei hinter mir her sind. Aha. Mary Jane? Ich werde das Gesetz brechen. Okay, okay. Pass auf. Du musst tun, was du für richtig hältst. Okay, danke. Ich muss los. In Ordnung. Zeit für drastische Maßnahmen.
Spider-Man, du weißt schon, dass Handys nicht abhörsicher sind? Natürlich weiß er das. Eine schlaue Art, Hilfe zu holen, junger Mann. Nein, eigentlich... Tu es nicht. Du hast die richtige Idee. Du wirst ein Krimineller sein. Du wirst die Stadt retten. Hey, möchtest du vielleicht das Richtige tun? Das ist nicht so einfach. Aber hey, natürlich. Rikers, es ist eine Insel. Ich muss rüberfliegen. Freiwillige? Okay, die Dialoge sind... ja, der Kingpin passt doch niemals in so ein Auto, das war ja voll die Clowns-Show. Gut, ich bin natürlich böse. Der Geier will haben, dass ich die Stadt rette und der andere will haben, dass ich die Stadt eigentlich vor die Hunde gehen lasse. Also im Endeffekt ist er der Böse. Rikers ist ein Hochsicherheitsgefängnis. Ziemlich ironisch, dort mein erstes Verbrechen zu begehen. Ich wusste nicht, wie ich den Bastler finden sollte. Ich wusste, dass er im Hauptzellenblock war. Ich wusste außerdem, dass ich einen Rambock brauchen würde, um durch alle Sicherheitstüren zu kommen. Na, dann nehmen wir doch den Rhino. Der rammt sich doch da durch, oder? Und der Geier hat uns wirklich hingeflogen. Worauf wartest du denn? Auf ein Küsschen warte ich. Auf ein Bussi. Ein Busseler. Wartet, Freunde. What? Hier wird schon geschossen auf mich? Alright, Moment. Ich bin drin. Finde einen Weg. Einfach auf die Mauer klettern. Achtung, Alarm! Nicht autorisierter Zutritt! Okay, da soll ich hin. Push the button. Ich kann hier nicht schwingen. Ich kann hier leider nicht schwingen. Achtung! Spit, spit, spit! Und jetzt geht's auf den Deckel. Oh Gott, was habe ich getan? Wirklich der Rhino? Oh mein Gott, ich liebe Rhino. Ich liebe Rhino und ist sogar der coole Rhino. Dieser Hightech-Rhino gefällt mir nicht so gut. Ich find's cool, dass er aussieht wie ein Rhino. Alter, die Texturen, die gehen echt steil hier, ne? Moment, warte, ich kann den Rhino reiten? Alter, wie hier alles flackert. Alter, wie geil! Boah, wie geil ist das denn? Okay, jetzt bin ich begeistert. Ich liebe es. Alter, ich kann hier alles wegcrashen. Oh, Rhino ist wütend. Okay, wir müssen einmal hier wahrscheinlich durchs Tor. Alter, drehen die alle durch oder wie? Was ist hier los? Ich brauche meinen Rhino. Wo zum Geier ist mein Rhino? So, hier drüben. Was? Die Türme kann ich nicht umschruppen? Doch, es geht. Boom. Oh nein, der steckt hier drin. Nix gut. Was? So, den hole ich auch noch weg. Komm mal her, du. Kleiner Schlingel. So. Ja, ich dachte, ich müsste einfach... Oder müssen wir hier durch? Ah, er ist wieder wütend. Gott, ist das eine Pussy. Ich muss erstmal die Richtung finden, die richtige. Alles klar, gehen wir mal hier lang. Moment. Ich surf erst noch eine Runde. So. Alles klar, wo bin ich denn nun? Was macht denn der hier? Yoga! Yoga während der Arbeit! Ich weiß nicht, ob ich das gut finden kann. Geh mir nicht auf die Nerven, Kumpel. Komm schon, du musst hier hoch, Spider-Man. Wow, wow, was hat der hier für eine komische Blendgranate? Was ich hier tue, ich rette die Welt, wie immer.
Alter, hier ist ein schweres Geschütz. So, dich dabdudel ich erstmal weg. Und dann gehen wir hier mal ran. What is going on? Ich brauche meinen Rhino. Alter, was sind das hier für Minen? Eindämmungsminen scharf! Heilige Kacke. Okay, wie komme ich hier durch? Die nerven bestimmt extrem. Was ist das für ein Generator? Kann man den zerstören? Muss man den zerstören? So, dich hau ich hier noch weg. Oh, Rhino ist wütend. Warte mal, die Minen. Schauen wir sie uns mal an. Hm, ich renn mal in eine rein. Okay, okay, okay. War nur ein kleiner Test. So, du. Bist du immer noch da oben, oder? Kann ich die Minen vielleicht irgendwie zerstören? Ich brauche Rhino. Aber der spielt hier immer noch rum. Mann, Rhino. Jetzt komm endlich. Ja, wenn er wütend ist, lässt er sowas nicht zu. Ey, das ist richtig tricky hier. Komm schon. Yes. Bumm. So, und den nächsten hier, dann habe ich erstmal wieder Ruhe. Oder? Rhino? Ja. Ja, das sieht gut aus. So, mein großer Freund. Notfallprotokoll. Extreme Maßnahmen autorisiert. Jetzt muss ich erstmal die hier wegholen. So, der da oben geht mir voll auf die Nerven. Ich krieg den einfach nicht. Und ich komme auf den Kackturm nicht hoch. What the Deidel? What's going on? So, wo sind die noch böse Jungs? Vielleicht kann man den Zellenblock mit diesen Generatoren öffnen. Ja, und was machen wir mit den Generatoren? Rhino reinjagen? Okay, hier oben ist was Nerviges. So, die Wut ist endlich mal wieder im Griff. Rhino, zerleg die Generatoren. Bam. Mist. Doppelt X. Aber er ist wieder zu wütend gewesen. Boah, diese Schockwelle haut ja übelst rein. Alter, diese Minen. Spider-Man, der alte Gummiball. Komm mal her, du. So, Rhino ist immer noch super wütend und ich krieg immer noch super auf die Fresse. So, ich brauch erstmal ein bisschen Leben. Ich muss erstmal den hier wieder wegholen. Nervig. Nervig. So. Doppel X. Oh, der Generator ist down. Okay, er muss hier hin. Yes. Go, Rhino. Go. Läuft doch. Mann, 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 schwere Geburt. Sieht easy aus, ist es aber nicht. Guck mal, hier sind die Gefängnistelefonzellen. Alter, ich brauche Lebensenergie. Ganz dringend. Oh, ich muss mich erstmal heilen hier oben. Im Moment schießt niemand auf mich. Rhino wütend. Rhino will Blut. Ja, und ich will auch Blut. Senior Rhino. Okay, der ist platt.
gehen wir mal hier hin. Und bam. So, normalerweise müssten wir jetzt ein bisschen Ruhe haben, um hier weiter reinzukommen. Yes, sehr gut. Yes, yes, das ist ein Run. Den Laden hau ich zu Kleinholz. Bist du dir da sicher, Dicker? Da drin ist kein Knopf, Rhino. Er ist hier drüben. Deshalb nennt man das höchste Sicherheitsstufe. Hilf mir auf die Sprünge, Kleiner. Alles klar, natürlich wieder böse. Rhino wird mein nächster Freund. Ich stehe auf Rhino, alles ist ein cooler klar, Dude. Aber ich werde später deine Hilfe brauchen. Wozu? Vielleicht brauche ich ein paar Mookies, wenn es ernsthafte Schwierigkeiten gibt. Mookies? Wenn du irgendwelche Typen mit Superkräften rumfliegen siehst, sag ihnen einfach, ich hab dich gehen lassen. Hat Spaß gemacht, Insektenjunge. Mookies. Zeit, den Bastler zu schnappen und hier zu verschwinden. Die Aussprache hier in dem Spiel ist echt toll. Vielleicht brauche ich später Mookies. Hey, Bastler? Bist du da? Ich hol dich raus. Wirklich? Ich bringe ihn zurück, wenn die Welt gerettet ist. Versprochen. Ein notwendiges Übel. Wir haben es geschafft. Ja, aber ich kann mich nicht bewegen. Halt! Du hast ungefähr 65 Kapitalverbrechen begangen, Spider-Man. Ich nehme den Bastler. Zurück, Geier. Gut gemacht, Spider-Man. Hallo zusammen. Das war seine Idee. Geier, Mr. Fisk, alle zum Teufel. Ihr steht unter Arrest wegen Beihilfe und Anstiftung zum... Miss Romanoff, diese Krise erfordert nun einmal außergewöhnliche Maßnahmen. Ich versuche, diese Stadt zu retten. Wir versuchen alle, diese Stadt zu retten. Ich habe die Situation unter Kontrolle. Electro war unter Kontrolle? Miss Romanoff, Sie können nach Vorschrift vorgehen und den Sündenbock spielen oder wirklich die Kontrolle übernehmen. Mit Ihnen rede ich nicht, Fisk. Haben Ihre Vorgesetzten Ihnen die Mittel zum Erfolg gegeben oder sichern Sie Ihr Versagen? Bringt Spider-Man und den Bastler zur Kommandostation im Stark Tower. Bewegung, Gebiet räumen. Gut gemacht, Commander. Raus hier, Fisk. Widow hat zugestimmt, dem Bastler eine Chance zu geben, die Symbionten zu stoppen. Wir hatten keine Ahnung, dass ihre Vorgesetzten ihren Optimismus nicht teilten. Sieht so aus, als wäre die Kavallerie angekommen. Was machen sie? Was Idioten als Vorgesetzte immer tun. Was machen die denn? Das ist Irrsinn. Vielleicht, die Stadt abzuriegeln, könnte die Ausbreitung verhindern. Jetzt liegt es an uns. Die Infektion hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Die Symbionten waren überall. Venom. Venom wird dafür bezahlen. Dafür werde ich sorgen. Black Widow. Sie hat alles hingebogen, damit ich meinen Plan verfolgen konnte. Ich hoffte um ihretwillen, dass ich recht hatte. Sicher war nur, dass es ziemlich heiß hergehen würde. Spider-Man, während der Bastler eine Superwaffe entwickelt, um diese Kreaturen zu besiegen, wirst du meinen Truppen helfen. Wurde ich gerade eingezogen? Hör bitte zu, ich habe keine Zeit für Geschwätz oder kindliche Witze. Ich dachte, Humor hilft den Leuten durch schlechte Zeiten. Schnauze! Die Einweisung beginnt. S.H.I.E.L.D. hat dieses Gebiet um den Stark Tower als Operationsbasis eingerichtet. Wir werden versuchen, so viele Zivilisten wie möglich zu retten und hierher zu bringen. Und was soll dieser gigantische Elektrozaun? Diese Barriere bietet Schutz vor den Kreaturen. Sei vorsichtig in der Nähe der Barrieren. Sie können tödlich sein. Gut zu wissen, gut zu wissen. Willst du meine Handynummer? Der Stark Tower wird als Notfallunterkunft und provisorisches Krankenhaus benutzt. Und nein, ich will deine Handynummer nicht. Du wirst jetzt unser ausgereiftes Kommunikationsgerät benutzen. Du denkst an alles. Ja, das tue ich. Spider-Man,
Es ist wichtig, dass diese Sicherheitszone intakt bleibt. Sie ist unsere einzige Hoffnung, die Bürger New Yorks zu retten. Okay, okay. Ich gebe mein Bestes. Die Bürger New Yorks wollen wir retten. Alles klar, ich war wieder super böse und ich habe Rhino am Stizzle when Nizzle will Dizzle. Und die Kamera ist wieder ganz merkwürdig. Wow, das sieht cool aus. Das sieht echt verdammt cool aus. Warum kann ich Rhino nicht wählen? Der müsste doch auf meiner Seite sein. Ist doch böse. Der alte Rhino. Ach, hier drin kann ich gerade niemanden wählen. Okie Schmokey. Reden wir mal noch mit ihr. Was willst du, Spider-Man? Wie ist der Plan, um die Symbionten alle aus der Gegend zu bekommen? Bis der Bastler seine Superwaffe gebaut hat, bist du der Plan. Geh da raus und erledige alle Symbionten, die du findest. Das klingt nach einer Menge Arbeit für mich, aber okay. Verstanden. Und was machen diese Einsatzteams? Schwere Kampfpatrouillen haben die Aufgabe, die Symbiontengefahr zu reduzieren. Deine einzigartigen Fähigkeiten sollten ihre Effektivität erhöhen. Okay, das war dann wohl Militärslang für Ihnen helfen. Und wie wollt ihr die Zivilisten retten? Mechanisierte Einheiten werden als Rettungspatrouillen vorbereitet. Bis sie fertig sind, bist du die Rettungspatrouille. Ah, verstehe. Ich werde meine Pflicht erfüllen, Madam. Gut, wir müssen den Einsatzteams hier helfen. Ach, ich kann hier raus, aber niemand kann rein. Und hier sind überall Zombie-Symbionten. Geilo. Alter, sind die ekelhaft. Mann, sind die ekelhaft. Bums. Ah, jetzt kann ich den Rhino holen. Geilo. Okay, ich rette doch hier viele Leute. Zählen die hier nicht? Die kleinen Dudes? Doch. Auch die zählen. Alter, die ganze Stadt ist jetzt wirklich komplett anders. Eigentlich, ich weiß nicht, ich finde das Spiel cool. Irgendwie macht's Bock. Die guten alten Spider-Man-Games. Wahoo! Ab und zu machen wir hier voll die Mario-Sounds. Wahoo! Let's go! Noch irgendjemand? Ah, hier drüben. So, 1 von 5 immer noch. Oh, sind das viele. Rhino! Kümmer dich mal bitte. What? Oh, wie cool ist das denn? Yes, Alter, Rhino ist ja der Beste. Rhino ist der Beste, Rhino ist der Beste. Schon mähen wir hier durch. Yeehaw! Die Kleinen hier pulverisieren wir damit easy. Go, Rhino, go! Oh, aber er ist schwer zu lenken. Alter, warum sind hier so viele? Tja, du bist Zivilist, hm? Für euch habe ich keine Zeit. Ich muss die Shield-Leute retten. Das war wirklich schön, Spinnenmann. What the fuck? Alter, was war denn das eben gerade? Noch irgendjemand am Leben? 2 von 5. Warte, hier drüben ist irgendwas noch los.
Naja, die sind ja keine Gefahr, die kleinen Dullis hier. Immer noch 2 von 5. Okay, ich muss mal wieder ein bisschen schwingen. Also was, wenn ich hier ein bisschen mithelfe? Bams. Bams. Kommt schon, Jungs, den Rest könnt ihr doch alleine machen. Ich nehme mal hier 3 von 5. Ah, hier lebt noch einer. So, jetzt 3 von 5. Und hier drüben ist auch noch ein bisschen Action. Ah, ich find's schon krass, wie die Stadt aussieht. Halt komplett verwüstet jetzt. Sind die da oben? Ich komme, Jungs! Ich rette euch! Position halten! So, 4 von 5. Und die letzten sind irgendwo hier unten. Boom, Baby! Ich glaube, der hier ist der Letzte. Yes, wir haben es hinbekommen. Puh, schwere Geburt. Erneut. Heute kommen ganz viele sehr, sehr fettleibige Babys auf die Welt. Und ich schwinge mein Ding. Komm, den rette ich doch niemals. Yo. Ich hab's für dich getan, mein Freund. Hier, bitteschön. Ich bin voll der nette Dude. Bisschen zu nett, wenn du mich fragst. Oh boy, er springt ja voll in die Rotorblätter von so einem Helikopter rein. Er ist echt lebensmüde. Der alte Speedamano. Speedamano. Ah, sie. Ich sei ein Speedamano. Alles klar, Black Widow. Gut gemacht, Spider-Man. Die Einsatzteams danken dir für deine Hilfe. Ah, eine meiner leichtesten Übungen. Spider-Man, ich möchte sicherstellen, dass die Waffe des Bastards ein voller Erfolg wird. Das ist schlau. Wirf ein Auge auf das Material, das von den Symbionten stammt. Willst du damit sagen, dass ich dir eine Probe von ihrem Symbiontenschleim bringen soll? Ja, wenn du Gewebe oder anderes Material findest, dann tu das bitte. Das klingt eklig, aber ich tue es. Mittlerweile ist die ganze Stadt ein Kriegsgebiet. Offensichtlich. Bewaffnete Rettungsteams patrouillieren außerhalb der Sicherheitszone, um nicht infizierte Zivilisten aufzuspüren und hierher zu evakuieren. Viel Glück damit. Du bist Mitglied der ersten Patrouille. Das dachte ich mir fast. Trotzdem nett, gefragt zu werden. Ich sehe, was ich tun kann. Gut. Eine Eskorte. Eigentlich wollte ich die Folge beenden. Okay, der Typ scheint ein verdammt guter Fahrer zu sein. Du bist mein Flügelmann, Spidey. What the fuck? Nehmen wir uns ein paar dieser hässlichen Wichte vor. Oh mein Gott, ist der betrunken? Okay, okay, es wird immer schlimmer hier. Es wird immer schlimmer. Ja gut, wie läuft das? Ich kann nicht gleichzeitig fahren und schießen. Also, schwing mich darauf und erledige sie. Ich würde ja gern schießen, wie geht das? Scheinbar sind 5 von ihnen da vorne. Showtime, Spidey. Tu ihnen weh. Alright, mache ich, mein Freund. Ich tu allen weh. Du bist betrunken und ich bin Spider-Man. Jetzt, Moment, ich dachte, ich darf schießen. Lame. Alter, voll die Zombies. Zombie City. So, sind wir jetzt... Wo will er denn hin?
hier lang. Zombies kloppen, tingelingeling. Immer weiter so. Au, Alter, überfährt mich. Mal sehen, ob sie ein paar Projektile der guten alten Bessie vertragen. Ja, ich brauche erstmal hier ein bisschen Unterstützung von der guten alten Hilfe! Betty. Ist da draußen jemand? Helft uns! Irgendjemand braucht Hilfe. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Anti-Venom hier. Alter, Alter, Alter. Da kommt noch einer von vorne. Da kommt noch einer von vorne. Meine Güte. Bam, bap, loop. Und zack. Und zack. So viele Viecher. So wenig Zeit. Okay, hier ist noch so einer von diesen kleinen Klebrigen. Was ist jetzt los? Alter, Saints Row! Gott, sehen die widerlich aus, aber auch irgendwie cool. Der Radar zeigt noch ein paar Zivilisten an. Und wo Leute sind, lauern auch mehr Symbionten. Fahren wir schnellstens hin, beseitigen die Hackfressen und befreien die Menschen. Ist das jetzt so eine lange Mission? Leute, ich würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lassen würdet. Das wäre ultra nice. Ultra mega nice. Bam, bam, bam. Und bam, bam, bam. Und ich werde wieder überfahren. Ist echt ein toller Typ. Alkohol am Steuer. Alter, wir müssen die Saints retten. Rettet die Saints. Hallo, ja, ist das Shield? Wir sehen sie da drüben. Bitte helfen Sie uns, diese Wille. Boah, wie viele sind denn hier schon wieder? Irgendwie schwebe ich permanent in der Luft, ne? Oh fuck, Carnage? Oh ne, wäre geil gewesen. Rot, ich dachte eben gerade Carnage. Moment, ich habe Zivilisten verloren. What the fuck is going on? Alter, was ist das hier für ein Riesending? Oh mein Gott! Moment, wo sind meine Zivilisten? So. Das Ding hier muss wimmern, und zwar vor Schmerzen. Wie zerstört man das? Nimmt das Schaden? Okay, ich nehme Schaden durch die Autos. Das ist schon mal gar nicht gut. Hat er eben gerade einen High Five gemacht, der Gegner? Da ist noch ein Saint. Ist der endlich tot? Oh, Gott sei Dank. Bis zum nächsten Mal. So. Boah, Alter. Boah. Noch heftig. Ein Halt. Was? Noch einer? Über ein paar Leute auf einem Dach. Aber zuerst müssen wir diese Dinger erledigen.
Das wird eine XXL-Folge. War so nie geplant. Aber anscheinend wird's jetzt nur mal eine. Ready for XXL? Denselben Spruch sage ich auch immer. Ach, egal. Wee-u. Symbionten-Zombies. So. Wow, easy, Partner. Easy, easy, easy. Der könnte die easy überfahren. Da oben auf dem Dach. Bring sie runter in Sicherheit, Spidey. Oh, Kacke. Die werde ich doch niemals retten können. Die anderen waren ja so schnell tot. Da konnte ich ja gar nicht reagieren. Okay, Jungs, ihr wollt gerettet werden. Wahrscheinlich bekomme ich einen durch. Mit ganz viel Glück. Und die Kamera arbeitet wieder gegen mich. Nice! What the? So. Gut, ihr Nasen. Ich kann den hier retten. Achtung! So. Und dann schnell den nächsten. Was hat der denn? Oh, ja. Dieses Spiel. Moment. So. Du hast eine Bazooka. Ja, du hast damit auf jeden Fall schon mal einen Vorteil. Hier, bitteschön. Bist du gerettet, mein Freund? Der lebt ja immer noch, der da unten. Und bitteschön. Senor Vedda. Senor Vedda. Sie sind gerettet. Und tschüss. Yo, geht doch. Widow weitete die Operation aus. Schon bald war ich der beliebteste Kerl der Stadt. Mehr RTFs wurden zur Rettung der nicht infizierten Leute ausgesandt. Und ich wurde geschickt, um sie zu beschützen. Gut, aber wir müssen jetzt uns um andere wichtige Dinge kümmern. Und zwar im Real Life, deswegen ist die Folge jetzt vorbei. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst mal eine kräftige Bewertung da und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Spider-Man Web of Shadows. Bis zum nächsten Mal und tschüss!